So, guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind. Es ist viel mehr als letztes Jahr. Das ist sehr gut. Soll ich lauter sprechen? Ich sehe schon kräuselnde Stirne. Okay, also ich habe ein Mikro, aber das ist nur für die Aufnahme. Also die Boxen nicht. Wenn Fragen gestellt werden, muss ich die auch wiederholen, damit die auf dem Video nachher drauf sind. Ja, mein Name ist Christoph Mohr und wir schauen uns die integrative Kinderwunschbehandlung mit chinesischer Medizin an. Erstmal die Begriffsklärung, was heißt integrativ? Wir müssen die Herleitung machen, was alles an Zusatzmedizinsystemen, wie das angesehen wurde. Der erste Schritt war, dass das, was wir machen, als Alternativmedizin angesehen wurde. Also entweder gab es die Schulmedizin oder die Alternativmedizin, ne? Meistens hat man einmal für sein gesamtes Leben diese Entscheidung getroffen, also ich gehe nur zum Arzt, alles andere sind Scharlatane, oder ich gehe nur zu meinem Heilpraktiker, alles andere ist Giftmedizin. Das war die Alternativmedizin. Der zweite Schritt war, das komplementär zu sehen, komplementär im Sinne von ergänzend. Also das, was der eine mir nicht liefern kann, hole ich mir bei dem anderen. Also, ich bin eigentlich gesund, ich gehe zu meinem Heilpraktiker, aber wenn ich richtig krank bin, dann gehe ich zum Arzt, ne? Oder ich gehe eigentlich immer zum Arzt, aber wenn ich reden will, dann gehe ich zu meinem TCM-Therapeuten, ne? Also ergänzend quasi der rein defizitäre Blick, was ich bei dem einen nicht kriege, das hole ich mir bei dem anderen. Und der dritte Schritt, und das ist das, was ich euch hier vorstellen möchte, wir irzen uns, oder? Also du ist okay, ja? Der Ansatz, den ich hier vorstellen will, ist der integrative Ansatz. Das heißt, wir versuchen eine nahe Zusammenarbeit mit der Schulmedizin. Wir fuchsen uns in schulmedizinische Befunde rein. Wir können also das verwerten, was die Leute mitbringen und machen unsere TCM-Therapie daraufgehend passend, dass das eine ideale Ergänzung ist. Also wir unterstützen die erwünschten Effekte und wir können behandeln die unerwünschten Effekte einer Kinderwunschbehandlung. Ich lerne die Leute gern kennen. Das sind jetzt ein bisschen viele für eine einzelne Vorstellung. Vielleicht mal kurz für mich, wer ist Akupunkteur? Gut, wer macht Kräuter? Wer hat schon Kinderwunschbehandlung gemacht? Wer arbeitet schon integrativ? Sehr gut. Wer ist Heilpraktiker vom Berufsstand her? Wer ist Arzt? Wer ist Gynäkologe, Gynäkologin? Sehr gut, eine schöne bunte Mischung. Also es geht mir darum, also wenn man chinesische Medizin macht, man hängt ein Schild raus, die Leute kommen, es kommen Leute mit Kopfschmerzen, mit Rückenschmerzen, man behandelt, es wird besser. Der ein oder andere ist mit Kinderwunsch dabei. Und da behandelt man die ein Jahr und schwupps sind die schwanger und dann schreibt man Kinderwunschbehandlung auch noch aufs Schild drauf. Das ist so der erste Schritt. Wichtig ist mir, dass man die schulmedizinischen Hintergründe, die anatomischen, physiologischen Hintergründe halt weiß, um das wirklich gut machen zu können. Was wir brauchen für unsere Arbeit, sind die Grundlagen der TCM. Ich gehe jetzt schnell drüber, weil das ist das, was ich bei allen voraussetze. Also wir haben die grundlegenden Theoriesysteme, die wir jetzt in unserem Werkzeugkoffer haben, wovon ich ausgehe, dass ihr das alles präsent habt, ist das, ne? Yin und Yang, 8 Leitkriterien, 3 Schätze. Was sind die 3 Schätze zum Beispiel? Mal kurze Stichprobe. Genau, das ist schon mal richtig. Und so muss das auch kommen. So schnell und spontan, also Jing, Shi und Shen von unten nach oben. Vitale Substanzen sind 3 Schätze plus. Jin Ye, Xue, das Blut und Yin und Yang, wobei da gehen die Meinungen auseinander. Yin und Yang ist auch in einer Art der Betrachtung. Sind auch beides vitale Substanzen, also können wir auch mit zu den vitalen Substanzen zählen. Wir haben die Zangfu, wir haben die außerordentlichen Meridiane.